Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Vieh und Force 2 auf der Gamsberg, genau. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe den LKW noch rübergefahren. Dort oben seht ihr den Harvester für unsere Bäume und die Erntemaschine für die Baumwolle. Das sind die Selbstfahrer gewesen, die halt relativ langsam unterwegs sind, wie ihr hier seht. Die habe ich dementsprechend einfach mal nur hier zum Hof noch gefahren. Ja, wir hatten natürlich noch andere Sachen zum Platzieren, die wir noch brauchen. Unter anderem brauchen wir noch ein Universallager dementsprechend. Das können wir setzen. Und wir haben hier auch, wie ihr seht, noch unsere Anlagen noch nicht gesetzt, was unsere Produktion angeht. Ne? So, erstmal haben wir das gute Multilager von Maurice. Da müssen wir mal gucken, wo wir das am sinnvollsten setzen. Wir wollen natürlich, ihr seht selber, so riesig, super übergroß ist der Platz hier nicht, wie ihr seht. Ne? Wir haben hier die Einfahrt, hier kann man schon nicht mehr so viel machen. Obwohl der Ernter da steht, da passiert auch nicht mehr so super viel. Ne? Und wir müssen die Produktion hier ja auch noch setzen. Da müssen wir echt mal gucken, die sind auch nicht so super klein. Aber teilweise halt nur einseitig anzufahren. Was ja dann schon mal nicht schlecht ist, ne? So ein Fermenter-Silo, wenn wir das zum Beispiel gucken, ein bisschen drehen. Das könnte ich vielleicht sogar noch hier hinsetzen, wo die Erntemaschine steht. Also ich glaube, ich würde sagen, ich fahre hier die ganzen Erntemaschinen-Geschichten und sowas mal hier in die Lücke rein, weil da werden wir definitiv nichts hinstellen. Oder da die Auffahrt, da wird auch nichts passieren. So, ich eier schön mit ihm in der Runde rückwärts. Das ist unser großer, schöner Baumwollernter. Wie ihr seht, unser teuerstes Stück, um es mal so auszudrücken, wie es ist. Ja, ihn fahre ich hier auch gleich mal eine Runde weg, weil hier werden wir garantiert auch was hinstellen. So, stelle ich erstmal einfach hier neben, weil mit dem werden wir auch noch zurückfahren, weil wir müssen hier auch noch die Variante mit dem Holz holen. So. Und ihn fahre ich einfach mal hier um die Ecke. Dann haben wir hier schon mal wieder ein bisschen Platz. So, hier stört er auch nicht. Jetzt kommen wir nochmal dazu. Also, falsche Taste natürlich. Klar, wäre sonst auch zu einfach gewesen. Wir kommen ganz am Ende hier zu Fermenter-Silo, hatte ich gesagt. Ne? So, wenn wir das jetzt ein bisschen drehen und tun. Ich mache mal die F1 an, weil dann sehen wir die eigentlichen Baukosten dafür. Und ihr seht, hier müsst ihr ein bisschen ausgleichen. Das wäre im Endeffekt aber nicht so wild. Hauptsache, wir haben einen vernünftigen Platz für, ne? Hier das nicht zu sehr über der Ecke. So, da habe ich ihn jetzt gesetzt. Ich hüpfe hier mal raus, dann können wir mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Wir können hier noch bequem und locker ran, ne? Hier steht das gute Stück. Der Besen, da steht ein bisschen grasnah, aber das ist nicht das Problem. Und hier hat das auch wunderbar gepasst. Also das sieht auch gut aus. Also dafür haben wir jetzt schon mal ein schönes Plätzchen noch hier oben gefunden. Das ist schon mal was. So, okay, wir legen weiter los. Wir haben die Grastrocknung, die Mischfuttergeschichte. Das hier sieht mehr was aus, was hier ganz am Ende steht, wenn man ganz ehrlich ist. Drehen das hier ein bisschen rein, stellen das hier ein bisschen ran, so. Da haben wir die hingestellt. Und dann fehlt jetzt noch die Mischfuttergeschichte. Und da bin ich jetzt echt am Überlegen, ob wir die nicht schön hier oben nebenstellen können. Wir haben ja noch so ein kleines bisschen Wieseneinbuchtung hier. Wäre schön, wenn natürlich die Abgaben hier da auf der Dings wären, aber ja, es hat auch gut geklappt. Das ist super. Ich würde sagen, wir haben unsere Produktion hier schon schön verteilt. Das sind die gleichen, die wir auf der vorigen Vieh und Force Variante auch schon verwendet haben. Aber wir haben jetzt unsere Produktion stehen. Das Einzige, was es jetzt noch nicht steht,
ist das Lager. Und da muss man gucken, ob man das nicht hier relativ nah dran stellen kann, um gegebenenfalls noch bei den anderen Bereichen was an Platz zu haben. So, das heißt, wir hätten hier theoretisch gesehen noch Platz, um noch was Kleineres hinzustellen oder hier noch was daneben zu stellen. Das würde noch gehen oder auch einfach nur was zu parken. Also, ich würde sagen, wir haben hier schon einiges erledigt. Also, wie gesagt, wir haben jetzt hier unseren, das ist natürlich ein bisschen matschiger Untergrund jetzt für die Hühner, das gestehe ich zu. Mehr so der Schweineuntergrund, wenn man ehrlich ist. Ich mache die Hilfe mal aus. Also wir haben hier einmal Hühner. Wir haben eine Wasserabnahmestelle. Wir haben hier unsere Schafe. Wir haben hier unsere Grastrocknungs... unsere Fermentergeschichte, so wollte ich sagen. Steht auch nicht im Weg. Wir haben hier schön unsere Variante mit den Kühen. Haben die Anlage zum Mischfutter herstellen. Schön hier gleich daneben. Das finde ich schön gut. Kommen hier schön rauf, haben auf dem Hof allen Platz der Welt, können aber auch gleich hier schön um die Ecke fahren ins Lager rein. Und hier haben wir hinten noch schöne Grastrocknungsanlage stehen. Ja, ich würde sagen, das ist doch schon mal sehr schön, was die platzierbaren Sachen angeht. Ich weiß gar nicht, ob wir unter Diverses jetzt noch was haben, was wir noch platzieren müssten. Also wir haben noch einen Gülleverkauf, den wir noch platzieren müssten auf jeden Fall. Ein Heizomat können wir noch setzen. So, und wir haben hier aber auch noch die Variante, ne, dass wir Mist verkaufen können und Gülle verkaufen können. Ne, so was ist hier dementsprechend auch noch. So. Das wäre noch die andere Wassergeschichte. In der Werkstatt können wir noch sichern. Und das sind noch Verkaufsplätze für Eier und Milch. Das heißt, die brauchen wir gar nicht mal so unbedingt zwangsweise. Wie gesagt, die Mods, die ihr jetzt hier seht, die findet ihr alle in der Beschreibung in Folge 1. Da ist eine komplette Liste drunter. Ich habe das jetzt, weil es viel zu lang ist, nicht in jedem mehr reingesetzt, aber da sitzt das Ganze halt. Ne? So, das hier, finde ich, ist eine schöne Variante. Die beiden Dinger sind hier drinnen, die sind in der Karte eingebaut. Und das hier ist ein Futter- und Düngerhandel. Da kann man halt so viele Sachen kaufen, hatte ich als Mod auch schon vorgestellt. Ne, da hat man dann eine schöne Variante dafür. Hier haben wir noch einen Gülleverkauf, aber ich glaube, dass die Jungs hier im Endeffekt billiger sind. Ne, Easy Mode, das ist so das Einfachste. Das heißt, dass wir es direkt einfach abschippen können, genauso hier auch. Die sind auch billiger, die können wir später mal setzen. Momentan haben wir da ja noch nicht so die Menge von und die kosten ja auch kein Vermögen. Da müssen wir halt jetzt nicht irgendwie so aufs Geld achten. So, Dekoration. Oh ja, natürlich. Das Mod Company mäßig natürlich hier. Ne? Bisschen drehen, so. Einmal dahin. So. Und einmal dahin. Wenn ihr euch fragt, was das jetzt gewesen ist, ich glaube, die Alice Mod Company hat das damals mal gemacht, mir mein eigenes Schild gebaut. Da seht ihr das schöne Tamuri-Schild und das ist jetzt unser Hof und deswegen gibt es auch ein Tamuri-Schild. So. Das haben wir auch. Ja, dann müssen wir uns jetzt mal weiter um den Fuhrpark kümmern. Ich glaube, der Hauptpart ist jetzt hier, ein oder zwei Traktoren uns zu organisieren. Das ist der Punkt. Also, ich habe jetzt hier unter Kompakt nur Standard. Ich habe unter Mittelgroß zwei Varianten zusätzlich. Nämlich den MB-Truck und den Valtra. Ne? Den Valtra, das ist ja der gesagt von zwei oder drei Leuten geschrieben wurde, dass sie ihn gerne wieder hätten. Und ich habe als Mod hier den Deutz Bull mit aufgenommen. Und der wurde gewünscht in der Variante mit den Bändern.
So war es gedacht. Und den gibt es hoch bis zu 700 PS. Das ist kein riesiger Aufpreis. Und der kostet dafür in Anführungsstrichen mit 700 PS auch nur 275.000. Also damit kriegen wir, würde ich sagen, so ziemlich einiges gezogen. Ich würde den jetzt auch kaufen und auch so in der Variante, wie der jetzt hier ist, auch lassen. Den Valtra, den müssen wir mal gucken. Den werden wir dann wohl auch noch kaufen müssen. Mit dem LKW hier werden wir jetzt auf jeden Fall mal eine Runde zurückfahren. Und werden den, habe ich auch noch nicht gekauft, stelle ich gerade fest. Wo haben wir den Spaß? Hilfe, Hilfe, ich bin blind. Nein, da. Da haben wir das gute Stück. Werden wir hier. Das habe ich ja schon gekauft, das brauchen wir nicht. Hier, den Timberrunner holen. Und ihr seht ja auch hier, haben wir zum Beispiel noch die schöne Seilwinde. Wenn wir natürlich nach oben in den Berggeschichten da oben rumwursteln, ne? Dann wird es schwierig. So, Timberrunner. Genau. Den habe ich jetzt gekauft, weil den wollte ich auch jetzt kurz holen fahren. Und dann können wir auch die anderen Sachen mal, könnt ihr mal ein, zwei Fahrten miterleben sozusagen. Ich finde, das sieht eigentlich sehr aufgeräumt und gut aus hier. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Man kann vielleicht noch mit ein bisschen Ausgleichen hier sogar noch eine Produktion hinsetzen. Der Vorteil von uns ist jetzt ja, dass uns das Stück Land gehört, weil uns ja auch hier das Feld gehört, ne? Das schon mal sehr gut. Was wir natürlich machen könnten, ist, wir können natürlich sehen, dass wir den Traktor rüberkriegen und den Traktor einfach schon mal den Graben grubbern lassen. Ne? Dass wir die Arbeit schon mal haben, dass wir auch dann Richtung Baumwolle gehen. Unser LKW-Party ist sehr schnell, das gestehe ich zu. Bin hier in Windeseile. Hier ist die Tankstelle, die ist auch nicht so super weit weg. Ne? Da fährt man nur ein paar Sekunden hin sozusagen. So, hier sind es die Abholung für die Hofgeschichte. Ja, genau. Am besten fahre ich irgendwo gegen. Und da seht ihr, hier ist auch die Timberrunner-Variante. So. Ja, die Eierpalette dort übrigens, die wollte ich eigentlich mitnehmen mit dem. Ihr wundert euch bestimmt noch, warum die hier steht. Die wollte ich mitnehmen mit unserem Autoloader, geht bloß nicht. Ist auch ganz logisch, dass es nicht geht. Fehlt mir dann nämlich wie Schuppen von den Augen. Weil erkennt ja nur zum Autoloden volle Paletten. Und wenn ich eine leere Palette nehme, wo nicht ein einziges Ei drauf ist, dann würde er es auch nicht mitnehmen. Ja? Das heißt, er würde auch nur Eierpaletten dann mitnehmen, wenn die halt komplett voll wären. Aber das ist kein Problem, wenn man auch dann mal ein bisschen viel hat. Oder mehr hat oder nicht aufgepasst hat, hat 3, 4, 5 Eierkartons da stehen. Man kann die Eierkartons dann auch selber in die Palette reinpacken. Das geht auch. Und das ist schon mal ganz okay. So, wie ihr seht, sind wir ratzfatz beim Shop und auch wieder zurück, ne? Also das geht sehr gut. Schön die Hofeinfahrt hier lang geschmiergelt. Eigentlich müsste man mit ihm hier eine Runde schon wieder hier rausfahren. Richtung Holz. Genau. So, wir springen rein und zwar in das gute Stück. Ja, so sieht er jetzt aus. Das ist unser neues Fahrzeug. Ich finde, sieht sehr beeindruckend aus eigentlich. Und wir müssen mit ihm mal sehen, dass wir jetzt als erstes einen Grubber bewegen. Wir sollten aber natürlich nicht leer fahren, sondern ihm noch was anderes mitnehmen lassen. Deswegen nehme ich jetzt hier mal hinten den Grubber. Der ist ja auch schon ein bisschen kräftigerer, ne? Traktor. Und wir nehmen jetzt einfach vorne mal die Spritze mit. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich die hinstelle, aber das ist eine andere Geschichte. Und mit dieser Kombo werden wir jetzt natürlich schön losfahren. Ja, es kann gut sein, dass ich die Geschwindigkeit ausnutze, obwohl ich weiß, dass er in echt, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es den Bull überhaupt in echt gibt, muss ich zugestehen. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentarbereich reinschreiben. Ich weiß, dass es natürlich eine Warrior-Variante gibt. Ich weiß, dass es hier ein bisschen eng ist zu überholen. Ich glaube, wir bleiben mal kurz hinter dem Wagen dort. Dass es eine Warrior-Variante gibt, die fährt, glaube ich, 63 oder sowas. Ne? Dieser hier ist mit 85 angegeben. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal im Kommentarbereich schreiben, ob es den jemals so gegeben hat oder nicht. Oder noch gibt oder wie auch immer. Ich kenne mich da nicht so mit aus, dass ich das nicht unbedingt behaupten möchte. Selber, wir sind natürlich auch zügig mit ihm unterwegs jetzt hier gerade.
So, ich werde jetzt den unteren Bereich hier nutzen, wie zum Beispiel hier die Ecken, um Sachen abzustellen. Ne? So, den habe ich hier abgestellt. Das hier ist unser Feld. So, oh, ich habe die kleine Minimap gar nicht an, dann seht ihr das nicht gar nicht so. Also das hier ist unser Feld. Das hier sind Sojabohnen, die da drauf sind. Aber wir wollen ja Baumwolle und keine anderen Früchte dementsprechend anpflanzen. Das können wir höchstens dann später mal überlegen. Da werde ich dann mal eine kleine neue Umfrage dann starten. Bei der Schweinehaltung, ob wir die Sachen selber anbauen für die Schweinefuttermischung. Aber die Früchte dann nicht verkaufen dürfen, ne, um da halt eine andere Einschränkung reinzubringen. So, ich lasse jetzt hier erstmal schön untergrubbern. Ja, da seht ihr das Ganze, da sind sie. Okay, jetzt gucke ich nochmal bei den Einstellungen. Bei denen hier. Unkraut aus, aus, aus. Pflügen ist auch aus. Also das hatte ich doch schon richtig gemacht. Ich muss es mir hier nur richtig anzeigen lassen. So. Also Pflügen aus. Kalken, die Wiese muss gekalkt werden. Oh, haben wir was zum Kalken? Ich weiß gar nicht, ob der Amazon auch kalken kann. Hatte ich jetzt nicht nachgeguckt, muss ich zugestehen. Aber der hier ist eh voll gedüngt, seht ihr selber. Das ist das Schöne daran, da brauchen wir also nichts machen. Wir brauchen nur sehen und das Ding ist voll gedüngt. Und wir sehen selber hier, er grubbert das jetzt hier in Windeseile schön mit 17 km/h. Drückt er hier den Soja in den Boden sozusagen. Da kümmern wir uns dann schon gar nicht mehr drum. Und lassen ihn einfach mal fahren. So, aber während wir ihn hier fahren lassen und uns ein paar Bewegungen hier gemacht haben und noch schön was aufgebaut haben, sind wir leider auch schon wieder, ja, was soll ich sagen, ne? Wir sind leider am Ende der Folge. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich super. Ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Ideen oder sowas noch habt oder auch Informationen jetzt zu dem Deutsch zum Beispiel, dann schreibt das liebend gerne in den Kommentarbereich, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sage ich bis morgen.